Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des PSpice Tutorials. Heute soll es um die Themen Wechselspannung und der Gebrauch von Label in PSpice gehen. Ich rufe direkt einmal PSpice auf und es geht um Wechselspannung. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal eine Spannungsquelle, die nennt sich in PSpice Vsin und stelle ich da mal ein und dann gucken wir uns mal ein einfaches Netzwerk mit einem Widerstand an und einem Kondensator. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Widerstand R, den platziere ich da vorne mal und dann einen Kondensator C. Okay, den drehe ich mal und setze ihn dahin. Dann verbinde ich das Netz. So. So, dass wir einen einfachen Stromkreis haben. Masseanschluss und dann ist die Schaltung soweit fertig. So, die Spannungsquelle, die können wir nun erstmal entsprechend einstellen, wie wir das haben möchten. Wir nehmen hier mal eine Amplitude von 325 Volt, einen Offset von 0, das heißt, wir möchten keine Gleichspannung haben. Und nehmen eine Frequenz von 50 Hertz. Damit wird die Spannungsquelle auch schon eingerichtet. Und der Kondensator mit einem Nanofarad ist noch ein bisschen klein. Den mache ich mal ein bisschen größer. Nehmen wir mal 3 Mikrofarad. Stelle ich da oben ein. 3 Mikrofarad, damit wir auch entsprechend was sehen können gleich. Ich mache die Schaltung mal ein bisschen größer. So. Also wir haben einen Kondensator von 3 Mikrofarad, einen Widerstand von 1 Kiloohm und das Ganze an einer Spannungsquelle von 325 Volt Amplitude und einer Frequenz von 50 Hertz. Gut, dazu können wir noch eine Simulation starten. Wir machen wieder eine Transientensimulation, weil wir möchten... Wir möchten einen Zeitverlauf sehen und wir können uns mal, ich sag mal, die ersten 50 Millisekunden anschauen, was passiert. Und wir nehmen eine Schrittweite von 0,1 Millisekunden, sodass wir auch eine entsprechende Auflösung haben. Okay. So, jetzt haben wir in der letzten Folge über Netzlisten gesprochen. Das heißt, wir können uns in den Netzlisten angucken, welche Anschlüsse wir denn hier nehmen müssen, um entsprechend die Potenziale dort auszuwählen. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit und die möchte ich hier in diesem Video mal einmal ansprechen. Und zwar sind das die sogenannten Label. Also hier könnte ich ein Label setzen und ich nehme mal ein Label, das nenne ich jetzt Eingangsspannung, und das setze ich mal hier oben hin. Und dann nehme ich ein zweites Label, das nenne ich dann Ausgangsspannung, also aus. So, wenn ich die Schaltung nun simuliere, dann kann ich dann anschließend hingehen und dann in meiner Probe meine Spannung so anzeigen lassen, dass ich hier oben nicht mehr aus der Netzliste die Spannung wähle, sondern im Prinzip meine Label ansprechen kann. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte die Spannung V1 sehen. Und ich muss jetzt nicht unbedingt schauen, wie dieses Potenzial in der Netzliste eingetragen ist. Das heißt, ich kann die entsprechenden Namen dort auswählen. Und ich wähle mal die Eingangsspannung aus und sehe auch, ich habe eine Spannung von 325 Volt, Amplitude und eine Periodendauer von 20 Millisekunden. Das heißt eine Frequenz von 50 Hertz. So, das Ganze kann ich auch mit der Ausgangsspannung machen, also der Spannung am Kondensator. Ich wähle mal die Ausgangsspannung aus und sehe dann entsprechend die Ausgangsspannung. Was ich hier noch sehe, ist, dass ich zunächst noch einen Einschwingvorgang habe. Das heißt, die Schaltung muss ich erstmal einschwingen. Das heißt, ich sehe noch nicht diese Phasenverschiebung, die ich erwarte. Das kann ich jetzt einstellen. In PSpice, indem ich sage, die ersten Schwingungen interessieren mich gar nicht. Das heißt, ich möchte beispielsweise eine Sekunde simulieren und ich möchte mir aber nur die letzten 100 Millisekunden anschauen. Das heißt,
PSPY soll eine Sekunde lang simulieren und sehen möchte ich das Ergebnis, aber erst nach 900 Millisekunden. Okay, mache ich das mal. Simuliere die Schaltung und gucke mir die Spannung mal an. Das heißt, ich gucke mir erst noch meine Eingangsspannung an, meinetwegen. Da habe ich die Eingangsspannung. Dann gucke ich mir die Ausgangsspannung an. Das ist meine Ausgangsspannung. So, und dann habe ich hier das Potenzial, die Spannung am Kondensator in Rot dargestellt und die Eingangsspannung habe ich in Blau dargestellt. Hier sehe ich aber nicht so einen schönen Phasenwinkel, den ich vielleicht erwarte zwischen der Spannung am Kondensator und der Spannung am Widerstand. Das heißt, ich gucke mir auch nochmal die Spannung am Widerstand an und wenn ich nochmal in die Schaltung gehe, dann sehe ich, okay, die Spannung im Widerstand ist das Potenzial minus dem Potenzial, also das Potenzialunterschied zwischen ein und aus. Und das kann ich entsprechend auch auswählen. Das heißt, ich möchte hier meine Spannung am Widerstand sehen. Das heißt, ich gucke mir das Potenzial V1 an und ziehe dann V aus ab. Und dann habe ich hier die grüne Spannung. Die blaue Spannung stört vielleicht im Moment, ich nehme sie mal raus. Das kann ich hier einfach machen, indem ich hier unten die Spannung auswähle und auf Entfernen drücke. Dann habe ich dann nur noch die rote und die grüne Spannung. Und dann werde ich erstmal diese Signale ein bisschen dicker machen, damit man die ein bisschen besser sieht. Das kann ich über Properties machen, vielleicht auch eine andere Farbe. Nehmen wir mal ein. So ein Blau und nehme das Beta ein bisschen, die Weite ein bisschen dicker, dann sehe ich das ein bisschen besser hier auf dem Bildschirm. Das gleiche mache ich mit dem Roten auch einmal. Das kann man auch etwas dicker machen. So. Ja, und dann sehe ich, ich habe hier meine Ausgangsspannung, das ist die Spannung am Kondensator. Und wenn ich mir mit diesem Nullpunkt mal anschaue, dann sehe ich, dass dieser Nullpunkt genau unter dem Maximum des der Spannung am Widerstand ist. Das heißt, die Spannung am Kondensator eilt hier entsprechend nach. Das heißt, der Widerstand hat hier schon seinen Nullpunkt oder die Spannung am Widerstand hat hier schon seinen Nullpunkt und der Nullpunkt der Spannungsverlauf am Kondensator kommt um 90 Grad Phasen verschoben. Also so kann man ganz schön die Phasenverschiebungen an den einzelnen Bauelementen sehen.